Und damit ein recht herzliches Willkommen, liebe Gaming-Freunde, bei Resident Evil 7 VR Not a Hero, dem DLC. Herzlich willkommen bei Trend17 TV, euer Trendsec für euch an der VR. Ich bin ziemlich gespannt und ziemlich aufgeregt, was dieser DLC so beinhaltet. Seit dem 12.12. könnt ihr diesen DLC kostenlos runterladen. Einen zweiten DLC gibt es noch, Ending of Zoe. Und lasst doch bitte unbedingt einen Kommentar oder ein Like da, würde mich sehr freuen. Und nicht vergessen, abonnieren ist kostenlos. Ja, abonnieren, ganz wichtig für alle, die mich noch nicht abonniert haben. Bitte unbedingt den Abo-Button drücken. Ganz lieben Dank nochmal im Voraus. Und jetzt geht es los. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht mit Not a Hero. Wir spielen den Charakter Chris Redfield. Und los geht's. Ist alles bereit? Können wir anfangen? Ich kann nicht anders, Mann. Wir haben was zu erledigen. Der Typ ist so krass. Diese ganze abgefuckte Baker-Familie. So, hier waren wir zuletzt. Hat das Spiel geendet. Chris, haben wir ihn verloren? Nein, nein. Ethan Winters ist in Sicherheit. Er lebt und ist wohlauf. Und Lucas Baker? Er ist die einzige Verbindung zu den Connections. Er ist als nächstes dran. So, wir müssen jetzt Lucas Baker finden. Und spielen Chris Redfield. Ja, das Ganze ist wieder in VR. Mega. Okay, bin im Bergwerk. Stabiles Signal. Ich höre dich laut und deutlich, Chris. Von der ersten Einheit kam nicht viel, bevor der Kontakt abbrach. Aber offenbar hat Lucas das Bergwerk zu seinem Unterschlupf gemacht. Wie viele werden vermisst? Drei unserer Besten. Ihre letzte Übertragung war in der Nähe eines Labors gleich davor. Ich will, dass du es dir anschaust. Verstanden. Mega. Ich hatte schon ein kleines bisschen Befürchtung, dass der DLC nicht in VR ist, aber das Ganze ist hier wieder in VR und der DLC wurde ja nun mehrfach verschoben. Ja, weil die Qualität Capcom immer noch nicht gut genug war. Finde ich auch cool. Wenn man die Qualität noch nicht erreicht hat, sollte man so ein DLC dann auch ruhig verschieben. Das ist schon in Ordnung. Hier, schau mal eben, was haben wir denn überhaupt hier so? Oh, wir sind ja recht gut ausgestattet. Hier, Granate, Spritze, Muni, Einsatzbesprechungsdokument. Operation Lauernde Furcht. Missionsziel: extrahieren Sie Lucas Baker. Ort Dulwey, Louisiana, the USA. Baker Anwesen. Gefahrenprofil: Morded Alpha Variante Andere. Anti-Personenfallen teilweise tödlich. Mhm. Hinweise: aufgrund des Mangels an Informationen und der Zahl der beteiligten unbekannten Faktoren wird Chris Redfield von der BSAA als Biowaffenspezialist an Missionen teilnehmen. Neueste Info zum Einsatzort. Neueste Informationen haben bestätigt, dass Lucas Baker sich im Bergwerk in der Nähe des Baker-Anwesens verschanzt hat. Profil Lucas Baker, mutmaßlicher Mitarbeiter der kriminellen Organisation The Connections. Rolle nicht bestätigt. Hat unverzichtbare Informationen über die oben genannte Organisation. Profil The Connections. Was auch immer das sein soll. Kriminelle Organisation, die Biowaffen für den Verkauf auf dem internationalen Schwarzmarkt produziert. Wir haben nur begrenzte Informationen über große Marktanteile und Mitglieder. Ja, das ist ja noch alles. Sie sind die Hauptverdächtigen im Zusammenhang mit der Produktion und Distribution der E-Serie-Biowaffe.
Das Modell Evelyn der E-Serie ist im Baker-Anwesen präsent und aktiv. Lucas Baker scheint sie zu überwachen und über ihre Aktivitäten Bericht zu erstatten. Das wussten wir ja schon. Okay, sollte erstmal so als Einstieg reichen. So sehr viel mehr, habt keine Angst, werde ich dann auch nicht vorlesen. Ich blende die Sachen dann immer kurz mal ein. Mega, auch hier wieder mit dem Zielkreuz. Ich bin angenehm überrascht und höre schon wieder irgendwas. Oder bin ich das selber? Okay, los geht's. Oh, ich freue mich wieder richtig hier so in dem Resident Evil Anwesen hier zu sein, in dem Spiel. Ich spiele ja gerade auch Resident Evil 6. Wenn ihr Bock drauf habt, schaut doch mal rein auf Trend17TV Resident Evil 6. Zocke ich gerade auf der Xbox. Jo, da kommt er. Okay. So. Das geht wirklich wunderbar. Mit dem Helm hier. Wir haben doch, glaube ich, auch irgendwie eine Karte, oder? Schlagen und... okay, schlagen können wir auch. Oh! Oh, oh, der war noch nicht. Komm, jetzt bist du aber, ne? Braucht ja nicht so viel Schuss. Wie sieht das denn mit der Karte aus hier? So, das könnt ihr auch noch mal eben. Das lese ich jetzt nicht alles vor. Karte habe ich hier noch nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier lang muss. Upsala. Oh, da ist noch einer. Den habe ich schön im Schädel getroffen. Nicht mehr Schüsse verbrauchen als notwendig. Tja, gehe ich da auch noch mal lang? Ich weiß es auch nicht. Da geht es, glaube ich, nicht weiter, oder? Nee. Okay, dann bleiben jetzt nur noch diese beiden Möglichkeiten hier. Einmal in diesem kleinen... Ach, da kommt auch nichts. Sehr schön. Da ist mir die Entscheidung ja schon abgenommen worden. Endlich wieder Resident Evil spielen. Und ich denke mal, ich werde mir den Ending auf... Was war es, was Lucas hier unten wollte? Wir analysieren noch die Daten, aber anscheinend experimentierte er mit einem Typ E-Mutamycet. Hoffen wir, die Männer sind nicht Teil der Experimente geworden. Ja, das ist sehr wahrscheinlich, dass sie Teil der Experimente geworden sind. Hier ist auch noch ein kleiner. Ach, das geht hier nur so durch, okay. Ach, da bin ich hergekommen. Ah, hier kann man sich wirklich verlaufen. Einige der wenigen VR-Spiele, wo einem nicht schlecht wird. Das hat Resident Evil wirklich gut hingekriegt. Da kommen wir nicht weiter. Kann man hier noch irgendwas einsammeln? Die haben auch keine Beleuchtung am Helm. Ah, hier sind wir wieder, okay. Hier irgendwas in der Ecke, irgendwas einzusammeln. Da kommen wir gleich hoch. Da ist doch schon was. Nix, okay. Hier kann man rein. Sehr schön. So, schauen wir mal.
Oh, da ist ja schon einer von unseren Bros. Kann man hier noch irgendwas, bevor wir den ansprechen, irgendwas einsammeln? Nee, okay. Okay, hey, Bro. Ich werde dich hier raus bekommen. Was ist denn da? Lass mich. Es ist zu spät. Wir kommen beide hier raus. Ich hab nur recht. Was? Das wird nicht passieren. Ach du Scheiße, das ist Lukas. Das würde ich nicht tun, wenn Lukas ich du Baker. Der du kannst natürlich Psychopath versuchen, das abzunehmen. Aber davon würde ich abraten. Meine Hand könnte ausrutschen und dann... Shit. Also es läuft so, Chris. Dieser du freust mir Bastard. Nicht und ich lasse deinen Kopf nicht an die Decke hüpfen. Oh, und das gleiche gilt für deine kleinen Soldatenfreunde. Adios. Muchachos. Oh, dieser kranke Bastard. Scheiße. Und jetzt? Ich detektiere Sporen in der Luft. Typ E Mutamycet. Der Atemgerätmodus wird automatisch eingeschaltet. Halte ein Auge auf deinen Sauerstofftank. Ja, mache ich. Kann ich hier irgendwas mitnehmen noch? Hier ist nix. Gar nix. Dein Sauerstofftank ist auf 50%. Ja, 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 ist ja gut. Kann ich auch nichts mitnehmen, nein. Okay. Hoch. Hier ist auch nix, okay. Vergiss nicht deine Sauerstoffversorgung. Ja, ist ja gut. Ja, mitnehmen. Raus, raus, raus. Hui. Anscheinend bist du nicht kontaminiert. Geh zurück und lass die Bombe an deinem Arm entschärfen. Keine Zeit. Will dem Arsch keinen Vorsprung geben. Verstanden. Sei nur vorsichtig. Okay, weiter geht's. Diese kranke Bastard. Okay. Was in der Ecke? Nee, ist nix, okay. Dein Sauerstofftank ist auf 50%. Ja! Ist ja gut. Oh, shit, 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 shit! Oh, krass, rein da, rein da, rein da. Ja! Krass. Voll im Stress hier schon. Gerade angefangen das Spiel. Chris, wir haben jetzt die von Lukas abgefangenen Daten analysiert. Okay. Wie wir uns dachten, der Mistkerl hatte Statusberichte über Evie an die Connections geschickt. Finde ihn und mach ihn dingfest. Das darf sich nicht wiederholen. Ihr wollt ihn sicher nicht rekrutieren? Ach, Chris, wie oft denn noch? Die BSA ist vielleicht überzeugt. Wenn nicht, wäre ich nicht hier. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, mit Umbrella zu arbeiten. Ich weiß, es muss schwer sein. Und um ehrlich zu sein... Viele waren bei uns, bevor wir uns als privates Militärunternehmen neu gründeten. Aber jetzt ist fast nur der Name übrig. Konzentrieren wir uns auf die Mission und setzen wir das Gespräch fort, wenn du zurück bist. Okay? Okay. Klar, wie du meinst. Ja, wow, das sieht echt klasse aus. Ja, die meisten... sieht das Spiel... die meisten YouTuber haben das Spiel ja schon fast wieder durchgezockt auf YouTube. Die müssen ja immer jeder muss immer der Erste sein. Und aber keiner bis jetzt, also ich habe noch keinen gesehen, hat das auf VR gezockt, das Spiel. Das macht natürlich ein klein bisschen mehr Arbeit. Aber diese Arbeit mache ich mir natürlich für euch. Weil ich weiß, ihr liebt VR. Und ich liebe eigentlich auch VR. Aber VR dauert halt immer ein bisschen länger. Deswegen hat es jetzt auch ein klein wenig länger gedauert, bis ich dieses Video hochgeladen habe, weil es halt auch ein bisschen mehr Vorbereitung ist. Da oben können wir auch noch hoch. Hm. Oh, hier können wir abspeichern. Das machen wir schon mal schnell. Speicherdaten erstellen. Jawohl. So, haben wir abgespeichert. Sehr schön. Für den Fall der Fälle, da können wir auch hoch. Um Gottes Willen. Wo sollen wir hier jetzt hin? Da brauchen wir irgendwas. Da können wir auch noch hoch. Gucken wir da mal eben hoch.
Oh, hier ist noch Stuff. Eine Handgranate. Hier können wir mit Münzen Sachen einkaufen. Die auch in dem Wohnwagen bei den... Die kann man nicht kaputt machen, ne? Ach, was machst du denn? Du brauchst doch keine Spritze. Egal. Wir haben ja genug. Wollte eigentlich. Okay, wollen wir mal eben schauen hier. Da ist dunkel. Oh, da brauchen wir eine Maske. Okay. Nachtsicht erforderlich. Das geht nicht. Da kann man noch nichts machen. Ich schaue mich hier noch mal ein bisschen um, oder können wir hier nicht hoch? Doch. Ist hier noch irgendwas, was hier... Ja, hier ist auch noch was. Munition, sehr schön. Hätte ich fast übersehen. Da noch was? Nee, hier ist nichts mehr. Insgesamt ist es hier recht dunkel. Hier in den Ecken noch irgendwas? Nee, ist nichts mehr. So, da waren wir. Dann müssen wir jetzt mal auf die andere Seite. Rote Tor. Oh, hier ist es hell. Okay, hier kommen wir durch. Alright. Da liegt nichts. Okay. Oh, da ist was. Oh, einer unserer... Ist jemand da? Oh, der sieht aber nicht gut aus. Hey. Komm mit dem Schnacken. Der sieht aber echt nicht gut aus. Noch am Leben da drin? Redfield? Ja, Chris. Keine Sorge. Ich finde den Schlüssel und hol dich da raus. So, Schlüssel finden. Unser Bro retten. Oh Gott, wo gehen wir hier denn jetzt hin? Shit. Das ist doch bestimmt auch wieder eine Falle irgendwie. Welche Autos. Okay, schauen wir hier mal rein. Also die Grafik ist wirklich super, kann ich nicht meckern. Wieder klasse umgesetzt auf der VR hier. Oh, oh. Irgendwie. Oh, ist das dunkel. Ich habe den eben gar nicht gesehen. Oh, oh. Lade nach. Oh, da kommen noch mehr. Oh, wie viele sind das denn? Was ist hier denn jetzt los? Den habe ich. Die ist, glaube ich, alle jetzt. Oh, oh, oh. Steht er nochmal auf. Kein Schuss vergeuden hier. Oh, die Granaten sind aber auch nicht schlecht. Ey, was ist hier los? Brüder, ich will doch nur den Schlüssel haben.
kann echt nicht viel sehen hier. Ah, jetzt wird es ein bisschen heller, okay. Da ist nichts drin. Ha, was war das? Hä? Da kommt schon wieder irgendwas. Okay. Komm, du bist weg vom Fenster. Da ist auch noch was. Da kann ich eine... Ach, eine Kurbel oder sowas. Kann nicht benutzt werden. Mir fehlt eine Kurbel. Oh mein Gott, ist das riesig hier. Wir müssen auf jeden Fall unseren Bro retten. Irgendwelche... Ach, da ist die Kurbel. Okay. Jetzt wird die Frage... Wo ist dieser blöde Schlüssel? Da, Key. Ja, wo muss her? Ich glaube, ich werde das nächstes Mal mal in der nächsten Folge ein bisschen heller stellen. Das ist echt ziemlich dunkel. Wo ist der Key? Da kommt doch auch schon wieder irgendwo was. Da! Da ist der Schlüssel. Na, was dann wohl passiert, wenn ich den nehme, wa? Mist. Oh, shit. Das war's. Wie soll ich den jetzt runterkriegen? Diese Frage, meine Lieben, werden wir in der nächsten Folge beantworten. An dieser Stelle mache ich einen gepflegten Cut. Und wie gesagt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ganz wichtig. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs freundliche Zuschauen und das nächste Mal geht es natürlich spannend weiter. Lasst einen Kommentar da oder ein Like, würde mich sehr freuen. Haut rein, ihr Lieben, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und ciao.